Damit ihr Bescheid wisst. So. Ah. Wir spulen wieder vor. Cashflow bei 77.000. Es schmeckt auch einfach lecker. Ne? Es schmeckt lecker. Und hier haben wir mittlerweile. Moment mal, warum. Ach, okay, hat rumgebackt. Wollte gerade sagen, machen wir hier weiter, Junge. Der hat noch nicht alles erforscht. Hier müssen wir anscheinend auch nochmal irgendwie neu rebooten. Damit er das macht. Aber ansonsten haben wir in der Bürokratiebaum, meine Güte, alles geschafft. Das ist doch schön. Süß. Ja. Der Hof gehört nicht mehr der Gang. Okay, warte, 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 warte. 13 Stück. 13 Stück ist noch entspannt. Je nachdem. Rein hier. Ihr seid ja auch deswegen hier. So. Na, wie viel Wärter sind draufgegangen? 5 Wachen sind draufgegangen. Du kriegst die Tür nicht zu, hier will doch keiner mehr arbeiten. Hier ist ja noch jemand. Junge, dein Stock. Nimm ihn weg. Jo, ey. Wie kleine Kinder. Ich verstehe natürlich, das ist jetzt hier gerade kein Luxusknast, ja? Aber we get there, ja? Das dauert nur noch ein bisschen. Wie es seit gefühlt Tagen hier. Ihr seit zig Ingame-Tagen prophezeie, dass es nicht mehr lange dauert, aber naja, unsere Bauarbeiter brauchen halt ein Stückchen. Was soll ich denn sagen? Ich kann die jetzt auch nicht noch verschnellern. Ich kann natürlich vielleicht die Häftlingseinlieferung stoppen. Könnte ich machen, aber dann würde ich kein Geld mehr bekommen. Und ich sag mal so. Ich als Direktor, der sowieso nicht draufgehen kann oder verlieren kann, der kann vielleicht hier ein bisschen Spannung gebrauchen, um ein bisschen eklig zu klingen. Alter, wie viel über Drecksklamotten liegen hier. Es ist doch echt krass. Ich glaube, ich brauche echt mehr Hausmeister und so was. Ah, hier ist gerade die Versorgung am an. Ist gerade die Versorgung angebracht. Sehr gut. Das sind alles Zellen jetzt. Apropos, das sind alles Zellen. Die kann ich doch jetzt auch alle zu Zellen verarbeiten. Warte doch mal. Wir sind doch komplett umrundet. Das heißt, wir haben jetzt gerade viel, viel mehr Zellen gleich für neue, für die Häftlinge. Da können wir gut entlasten. Leute, ich tue gerade richtig was für euch. Alles leere Zellen. Wahrscheinlich waren die auch deswegen pissig, Alter, weil die wussten, jo, Alter, da sind leere Zellen. Warum dürfen wir da nicht rein? Guck mal an. Ich bin auch dabei. Gucke mal. Zack, zack, hier. Ja, wir haben auch 479 Zellen, Alter. Uiuiui. Das ist schnell gewachsen. Aber ist ja auch klar, ne? Bei so vielen Häftlingen, da müssen wir auch schnell mehr Zellen ranbekommen. Guck mal an. Alter, wie viele Zellen wir haben? Ich bin amused. Damit kriegen wir gerade viel, viel mehr Leute jetzt in die Zelle, hier überall rein. Wobei die natürlich auch schon als Zellen direkt gelten. Wir finden ja auch noch welche. Ah, jo. Das buggt immer noch, ne? Ja. Drauf hier schissen. Was willst du denn machen? Und hier kommt oh, ein ganzer Schwung nochmal hier. Oh, also wir können gerade die Verwahrungszelle gleich anscheinend schon mal irgendwie entlasten ordentlich. Das ist ja phänomenal. Guck mal, wie sie jetzt hier. Ich werden auch gerade alle verlegt von der Verwahrungszelle. Alle bekommen sie eine Zelle jetzt. Ich. Gern geschehen, Leute. Gern geschehen. Trotzdem ist das hier noch wahnsinnig voll. Todesfall. Das hat ja wieder nicht lange gedauert. Warum? Überdosis. Na jetzt. Dann ist ja wieder eine Zelle frei, würde ich sagen. Ne? So muss man es wohl sehen. Leute, Leute, Leute. Es wird besser, glaubt mir. Die Arbeiter sind gerade richtig am Hasseln, hier ordentlich Wasser und Strom für euch ranzubekommen. Das wird schon. So. Na, geht auch direkt hoch hier, ne? Die Auslastung. Geht direkt ab hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die LKWs, vielleicht kriegen wir auch mal eine Straße, die nicht voll besetzt ist mit LKWs, Alter. Wobei Zutaten und sowas, die kommen halt immer wieder nach. Da können wir nicht viel machen. Auch so Tabletts oder Post. Aber ich meine, das ist hier sowas wie halt, ne? Inneneinrichtung und sowas. Naja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen ganz, ganz großen Lieferungsraum irgendwann machen. Wenn ich habe jetzt zwar gesagt, jo, lass mal hier rechts rüber vielleicht so den Psychotrakt machen. Ne, das können wir auch durchaus machen, aber sollten wir trotzdem vielleicht einen größeren Lieferungsraum haben. Weil der ist halt die ganze Zeit überfüllt. So, Duschzeit, meine Damen und Herren. Duschzeit, oder eher gesagt, meine Herren. Damen werden wir hier wohl nicht finden. Außer im Personalbereich.
niedergeknüppelt, ne? Also dafür, dass ich die freien Schusswaffengebrauch ausgestellt habe, Alter, sind trotzdem hier die Wärter ganz schön krass dabei, hier mit den Schlagstöcken hier auszuteilen. Ich brauche anscheinend keine Schusswaffen. Die schlagen die so alle schon tot, oder was? Leute, meine Wachen brauchen auch hier, glaube ich, mal so einen, nochmal einen anderen Kurs. Nicht nur für Entwaffnung und so, sondern auch mal vielleicht einen Kontrollkurs für die, wie sie sich zu verhalten haben. Da falle ich ja so halb aus allen Wolken, muss ich sagen. So langsam. Wir warten jetzt einmal ab, bis die Dinger hier fertig sind da unten. Damit wir dann neue Sachen mal bauen können. So, Leichenwagen mal wieder da. Der Leichenwagen, der kennt das hier auch mittlerweile. Der denkt sich so, Alter, muss ich heute wieder hier einen Abstecher beim Gefängnis machen? Wahrscheinlich. Hier ist einfach mal ein leerer Lieferwagen, um wahrscheinlich Sachen wieder mitzunehmen. Yes. Wir können übrigens mal hier oben, wollen wir das mal kaufen? Was kostet? 160.000. Das ist ja für uns eigentlich ziemlich Peanuts. Aber damit vielleicht... Na, warte mal. Wir kaufen es mal. 160.000, das ist für uns ein kleines Taschengeld. Oh, nee, Spiel. Du bist doch schon so lange draußen, warum denn hier sowas? Das sieht hier aber nicht richtig aus. Wenn wir das Spiel mal neu starten, dann dürfte das weg sein. Wir sehen uns sofort wieder. Das ist ein bisschen störend. Ja, also ich habe jetzt mal das Spiel neu gestartet. Vielleicht muss ich den Rechner neu starten. Vielleicht bringt das was. Ich weiß nicht. Das machen wir aber nicht jetzt. Ich habe auch neu geladen und so. Ich hoffe, dass der Bug ist nicht ewig. Da ist er total bescheiden. Das irgendwie weg ist, dass der Boden vielleicht... Es sieht nach Schatten aus eigentlich. Da kann ich auch nichts machen mit Dreck oder so. Ja, das ist ja phänomenal. Spiel. Jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Habe ich einen alten Autosave? Warte. Das war um... Na, guck mal. Weißt du was? Dann laden wir das und kaufen uns das noch nicht. Das ist dann vom letzten Abend. Ich denke, damit sind wir alle... Ah, sind die ganzen Zellen noch nicht eingerechnet? Ugh. Gut, aber das ist der Abendessen kurz bevor dann hier wieder der nächste Tag ist. Das heißt, so viel Zeit haben wir jetzt nicht verloren. Ich hoffe, das ist für euch auch so genehm. Weil ganz ehrlich, das ist ja... Also, vielleicht stört es euch nicht so wie mich mit dem Schatten da oben, aber das war ja sogar noch in unserem eingezäunten Gebiet und wenn wir da irgendwann gebaut hätten, der scheiß Schatten wäre immer noch da. Ärgerlich. Weiß ich fürs nächste Mal, wenn wir das Land erweitern wollen, dass ich vorher speichere. So, ich wäre damit ganz unzufrieden gewesen, wäre die ganze Zeit oben dieser Grafikfehler gewesen. Ich muss auch sagen, das ist so, weil das Spiel schon echt nicht gerade jung, das ist schon etwas älter und wird auch, ne, das DLC Gangs ist ja auch wahnsinnig neu. Vor ein paar Wochen erst erschienen. Dass da noch so hier Bugs drin sind, ist ein bisschen schade. Nicht schlimm, sind jetzt keine absolut game-breaking Sachen, aber ist trotzdem irgendwo schade. Muss eigentlich nicht sein. So, aber haben wir uns genug drüber ausgelassen oder ich mich eher... So, wir haben alle Fehler korrigiert, oder was heißt Fehler, wir haben wieder das gemacht, was wir letztes Mal gemacht haben. Kurz vor dem anderen Spielstand. So, und das heißt, wir bleiben auf volle Kanne bei dem Vorspulen. Warten auf den nächsten Morgen. Das waren wie viele Häftlinge denn gleich? Es waren 86. Das ist doch eine schöne Zahl. Das sind ja schön viele, ne? Wie sich das gehört. Okay, wir haben alle hier. Guck mal, sind aber nur noch 100 jetzt ungefähr. Roundabout in Verwahrungszellen. Das ist gut. Dafür, dass es eben gefühlt 200 waren. I take it. Alle haben jetzt endlich mal ein ordentliches Bett. Mein Glückwunsch, mein Glückwunsch. So, hier ist auch endlich mal der Büroschreibtisch und so angekommen. Ich glaube es nicht. Sehr schön. So, Versorgung wird noch hier gemacht, hoffe ich. Ja. Dauert aber länger als gedacht. Hier fehlt anscheinend noch irgendwas. Ja, hier fehlen noch so ja, Türen und Toiletten. Das wird noch ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir eh den nächsten Morgen, so als sei nie was passiert. Ich wollte eigentlich nur gucken, so, ob wir hier dann die LKWs weiter aufstocken können, um zu sehen, was da noch alles kommt. Haben mich einfach interessiert, aber lassen wir erstmal. Vor allen Dingen, eigentlich haben wir noch auf jeden Fall genug Platz. Aufstand! Es passiert was. Es passiert... Okay, hier ist anscheinend auch Stress, aber ihr geht mal besser jetzt hier zur Dusche, weil da geht auch Party ab. 5 Aufstände. Ich sage so, 10 bis 20 Aufständische sind noch nicht gefährlich für uns. Da mache ich mir noch keine Sorgen. Erst ab also eine Zahl über 20, über 30 finde ich es dann eher dramatisch. So, seid ihr alle da?
Lol, der hat, glaube ich, seinen Schlagstock und so verloren, ne? Leute, ihr müsst schon auf euren Stuff aufpassen. Ja, komm. Was macht der jetzt? Ich bin mal gespannt. Wir folgen dem mal. Oh, der sich jetzt. Ah, guck mal, krass. Okay, die gehen dann einfach zur Waffenkammer. Aber die kommen nicht zurück. Geile Arbeitsmoral. Like. Naja. Okay, Leute. Ja, Arbeiter, ihr habt jetzt hier so viel Zeit. Was soll das? Na gut, okay, wir müssen bedenken, die Gefängnisse müssen immer wieder aufgeschlossen werden, ne? Entweder hier von so einem Krankenpfleger oder halt von unserer Polizei, von unserer Wachen oder so. Naja, und wir haben gerade nur ungefähr 19 Wachen übrig. Die anderen haben gerade alle was zu tun. Gut, die anderen werden gerade alle Essen an die Leute in der Verwahrungszelle und so schicken. Deswegen haben die gerade alle, haben nicht so viele Wachen gerade übrig. Gerade nichts zu tun haben. Deswegen dann halt auch sowas hier ein bisschen dauern und dass sie dafür hier die Krankenpfleger machen müssen. Okay. Vielleicht dauert das auch deswegen ein bisschen länger, ne, weil die durch zwei Türen immer durch müssen und da muss auch erstmal jemand sein, der die aufschließt. Auch schön, dass die beiden Wachtürme gut geschützt sind, man sieht es. Ja, noch Straßentor wollten wir hier auch hinmachen. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal was bestellen hier. So Umfassungsmauern. Wie machen wir das hier mit? Einen weiteren Müllraum sehe ich jetzt nicht, dass wir das machen müssten. Das würde ich vielleicht machen, in aufteilen in zwei Stück. Dann geben wir mal eine Umfassungsmauer. Hallo? Umfassungsmauer. Danke. Oder würde ich einfach sagen, hier. Nee, 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 Moment. Das ist ja hier so nicht richtig. So, bitte, danke. Und dann werden hier gleich einmal Straßentore verlegt. Da werden wir dann jeweils immer eine Wache positionieren, die dann immer das Straßentor aufmachen kann für die Fahrzeuge. Aber damit wir nochmal eine weitere sichere Instanz haben für die Häftlinge, damit die nicht so leicht rauskommen. Wichtig ist es. Okay. Dauert das aber wirklich ziemlich lange, bis sie hier diese Einrichtung hier alles irgendwie aufgebaut haben. Jetzt mittlerweile fehlen natürlich immer nur so vereinzelt ein paar vielleicht. Wir brauchen gefühlstechnisch ziemlich, ziemlich lange. So, die Dinger sind alle angeschlossen, aber irgendwie immer noch kein Strom. Woran liegt das? Weil hier ein Ding nicht geliefert worden ist. Ich krieg die Krise. Ach, Leute. Anfängerfehler. Die Runde ist aber schon über Licht einmal installiert. Ich freue mich. Und wenn dann das Stück da ist, dann genau sehen wir, es werde Licht. Hier noch einmal. Haben wir dann so gut wie gleich alles. Sehr schön. Diese Häftlingslieferung. Ich freue mich. So, Umfassungsmauer wird gebaut, wie ich es gerne habe. Und es gibt hier gerade mal keinen Stau. Ich freue mich. Sehr geil. Gut, Essen und Kleidung gibt es ja so oder so. Die LKWs kommen so oder so an. Das heißt, die Arbeiter haben gerade wahrscheinlich nicht viel zu tun. Ihr wisst, was das heißt, meine Damen und Herren. Wir können mal wieder was machen. Und zwar werden wir erstmal das Straßentor machen. Weil ich will nicht, dass hier Häftlinge wieder ausbrechen. Ich habe keinen Nerv mehr dazu. Und wir werden jetzt erstmal den... Ah gut, das müssen wir schon nochmal. Mal kurz mal an die Versorgung hier. Ja, aber ist ja zum Glück nur dieser eine Zellentrakt. Und eigentlich müssten wir schon wieder direkt die nächsten bauen. Ja, aber damit können wir erstmal wieder ein bisschen warten. Und erstmal wichtigere Dinge bauen. Hust, hust, wie halt öffentliche Einrichtungen, sage ich mal, wie Gemeinschaftsraum oder sowas. Läden, ne, der Laden, der steht schon seit ganz Zeit gefühlt auf meiner Liste. Und wir werden den Bewährungsraum jetzt mal bauen. Wo ist denn Bewährung? Da. Was brauche ich da für einen Besuchertisch? Gut, also so ziemlich wie halt der Besucherraum eigentlich. Weswegen wir ganz langweilig sind. Gut, Toiletten, die würde ich jetzt hier nicht nochmal mitnehmen wollen. Wir kopieren das Ding einfach, die Scheiße hier. Zack, zack. Klonen. Und bitte einmal. Ja, wie gesagt, die Toiletten waren anscheinend wahnsinnig unnötig. Nehmen wir dann einfach nur das hier. So, nee. So. Wohl eher, ne?
Die Größe passt mir gerade hier nicht in Kram irgendwie. Wir bauen einen neuen. Wir machen einen neuen drauf geschissen. So. So dann vielleicht. Wie groß sind denn nochmal gleich die Besuchertische? Wir haben ja 2x3. Alles Klärchen, Bärchen. Oh, einfach schön Holz hier verlegt. Holzwände. Richtiger Luxus. Ja. 2x3, die haben wir eigentlich hier so rangeklatscht. Einfach ganz langweilig. Ja, das ist nicht ganz richtig. Oder eine Mauer dazwischen, weil das geht ja nicht jedem was an, was da abgeht. Also so ziemlich so. Dann haben wir halt hier einen Platz übrig, wo wir da hinten eine Toilette eingebaut haben. Aber hier werden wir, denke ich, einfach nur eine Pflanze oder so da reinklatschen. I don't know. So. Finde ich okay so. Und bitte einmal. Zack. Natürlich hier mal eine große Gefängnistür. Und dann hier auf der anderen Seite Doppeltür. Wir haben es gesagt, einfach nur ganz normal Doppeltüren. Ja. Na dann. Okay, Bewährung. Darauf warten nämlich auch viele Häftlinge. Dann können wir denen das wenigstens auch schon mal wieder ermöglichen. Besser ist es. So, hier machen wir dann einfach zack. Das ist zu klein, da irgendwas Sinnvolles draus zu machen. Wir klatschen hier einfach Sand hin. Und meinetwegen für ein bisschen mehr Sicherheit. Wie gesagt, wir haben jetzt langsam ein bisschen mehr Cash. Da kann man sich auch dann mal sowas wieder in den Wachturm gönnen. Ja, guck mal, passt das sogar symmetrisch hier rein. Was will man mehr? Guck mal, direkt, Alter, ich baue ein neues Gebäude und es wird direkt hier gearbeitet. Wie geil ist denn das? Sehr schönes Gefühl. Sprich, ich muss gefühlt darauf nicht 100 Jahre, wobei nevermind. Stimmt, erstmal wird das gemacht. So, hier wird jemand Ziel eines Bandenangriffs oder wurde Ziel eines Bandenangriffs. Er hat aber noch überlebt, also geht's halt dazu. Sie sind durchgekommen, mein Herr. Schaffen die da? Der hat einen Füller. Der schlägt. Ne, der schlägt nicht, okay. Na, sie haben es hinbekommen, sehr gut. Na, vergesst nicht den Gefängnisschlüssel, meine Damen und Herren. Okay. Also, fällt das nur mir so auf oder ist das Gefühl, die Zelle hier, ist das hier gelber? Ach, liegt daran, weil kein Licht da ist. Nevermind. Ah, guck mal, hier wird trotzdem schon Gehweg und so gemacht. Der Wachturm steht auch direkt da. Ich bin zufrieden. So. Ah, guck mal, die Straßentore und so sind auch da. Jetzt sind wir hier mal sicherer. Und jetzt würde ich auch gerne Einsatz, Patrouille. Einer reicht. So. Und jeweils... Nee, das ist nicht richtig. Hier eine Wache, die halt immer das Straßentor aufmacht. Also mit sind wir um einiges sicherer wieder hier vor Ausbrechern. Natürlich haben wir hier oben auch nochmal ein Tor, aber bestenfalls ist hier mal ein Sniper drauf und hier sind auch nochmal zwei Instanzen. Ich hoffe einfach, dass das reicht. Oh lol. Hier ist was passiert. Guck mal, wir haben ein Bandengraffiti. 15% Stärke und Härte für die Bandenmitglieder in diesem Gebiet. Ja, aber gut. Das wird wahrscheinlich eh wieder nicht lange halten. Wird eh wieder verschwinden. Wie halt die anderen Male. Mir fehlen schon wieder vereinzelt ein paar Leute, ne? Also weiß ich nicht. Bereitschaftspolizei. Die sollen einfach nur bereit dafür sein, dass ich sie irgendwo einsetze und nicht einfach wieder auf eigene Faust was machen. Sollte nicht so sein. Da unten müssen wieder reingelassen werden, aber ich habe hier gerade eben schon einen Flair gesehen. Sehr gut, sehr gut. Mit dem Strom dürfte das dann auch gleich geregelt sein. Sehr schön. Hier wird sogar schon hart gebaut, der Bewährungsraum. Ich freue mich. Okay, okay. Das ist jetzt ein ganz neuer Maßstab. Heilige Scheiße. Das ist eine Anzahl 61 Aufstände. Das ist eine Ansage, die mir Angst macht. Okay, Leute, hier ist jetzt richtig hart Scheiße am Abgehen. Dafür haben wir Leute. Hier scheint kein Aufstand zu sein. Das ist nur die Kantine. Ist ja klar, was wir jetzt machen, ne? Rein mit euch. Dafür seid ihr da. Alter, 60 Aufständische in welcher... Alter, what? Alter, ich sehe auch schon einige tote Wärter. Oh, shitty McTitty. Die sind ja schon hier. Oh Gott. 40 sind es noch.
Die laufen durch den ganzen Knast hier gerade, ne? Okay, es muss sein, es muss sein. Hallo. Oh, verpiss dich. Fahrzeug voll schicken, weg mit dir. Ich kann keine Elite-Truppen holen, wenn hier da besetzt ist der Hubschrauberplatz. Willst du mich verarschen? Oh, Leute. Es geht gerade nicht. Warum auch immer, es geht gerade nicht. Sanitäter holen wir auf jeden Fall schon mal. Weil es werden hier wahrscheinlich einige Leute gleich geheilt werden müssen. Schon ab mit euch hier, in die Rezeption. Ja, da sind sie jetzt. Alles klar. Herkommen, herkommen, herkommen. Mit Gartenschere. Alter, was hier abgeht. So, das haben wir jetzt mal das erste Mal gemacht. Sofortregelung, wir haben alle Türen verriegelt, die verriegelt werden können, also alle Gefängnistüren. Sind in Anführungszeichen nur 19 Aufständische, aber die haben alle Waffen. Einheiten einsetzen. Raus damit euch. Die landen gerade hier in der Zelle, natürlich, klar. So, ihr seht schon, die haben Waffen in der Hand. Da geht's jetzt ab. Die schießen auch jetzt. Jetzt ist egal, Junge. Rein da. Der oben braucht Hilfe. Der schafft das nicht. Die schafft das nicht. Junge, was abgeht? Schießen ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Ihr müsst hier rein. Hier drin ist die Party. Ballert. Alter. Alle, die noch übrig sind, herkommen. Der ist ja schon verletzt. Wir brauchen noch mehr Landeplätze. Todesfälle. Du kriegst die Tür nicht zu. Rein, hier scheint noch jemand Aufstand zu machen. Rein da. Aufstand ist zu Ende. Okay. Okay. Alter. What? In der Kantine ging auch ein bisschen was ab, aber das war wesentlich weniger und hier lebt die Wache noch. Okay, die Bewaffnete hier lebt auch noch. Wir haben gerade, glaube ich, 10 Wachen oder so verloren. Und ein paar von der Bereitschaftspolizei. Wir holen uns neue, frische Bereitschaftspolizisten. Ja, Heilung. Ja gut, kommt mal her. Ein bisschen was wird doch noch geheilt hier. So, holen wir die Leute her. Dann heilen wir ein paar Leute hier. Dann könnt ihr auch wieder gehen. Ich überlege tatsächlich, keine neuen Bereitschaftspolizisten zu holen, sondern die einfach beibehalten. Erstmal nur 4 Stück. Das ist natürlich wesentlich weniger als die Bereitschaftspolizei. Aber das wird die dann haben und die ballern wieder, was das Zeug hält. Dann muss ich mich jetzt auch erstmal um eine Gruppe kümmern. Ihr geht jetzt erstmal direkt bitte zum Arzt und lasst euch heilen. Wo sind die ganzen Ärzte hin? Ey, ohne Flachs, wo sind die Ärzte? Wir stellen mal 5 neue Ärzte ein. Generell brauchen wir eine neue Krankenstation, also eine große. Nochmal sowas wie hier. So. Alter, das 47 waren das jetzt, ne? Todesfälle, alter Falter. Dass die Wache überlebt hat, ey, mein Respekt. Macht jetzt hier gerade ernsthaft Essen fertig. Eigentlich müsste ich euch alle einsperren für einen Tag. Dafür, dass ihr hier so eine Scheiße gemacht habt. Als Bestrafung. Ganz ehrlich. Arrest. Das machen wir jetzt. Meinetwegen auch einen Tag oder zwei. Je nachdem. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Oh, Junge.